Blubber, 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 blubber. Bitch name Alyssa, still I'm going no swishing. Shots up from in the picture, I take the time, get me rich. Got the thought so intake. Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Video von dem guten alten Waldi. Ich habe Spaß, wie man sehen kann. Ich habe sehr viel Spaß. Es ist gerade echt mega schön warm gerade draußen. Ich genieße noch die schönen, ich glaube, es ist auch der schöne letzte Tag für mich, für dieses Jahr. Die steht gerade richtig schön. Ich muss gleich unbedingt eine Insta-Story machen. Und dann fahren wir auf jeden Fall mit dem Bike weiter, düsen los und schauen, was wir so noch zu sichten bekommen. Was wir noch abfilmen, was wir noch belabern mit euch, oder? Weil das wird jetzt das letzte Video, glaube ich, auch, wo ich auf dem Bike ein bisschen rumfahre. Jetzt so kommt so Schwarz-Weiß-Filter, traurige Musik. Ja, scheiß drauf. Bin richtig behindert. So, düsen wir weiter. Jacke zu. Muss mich ein bisschen beeilen, weil in Viertelstunde muss ich zu Hause sein. Oh. Okay, okay, okay. Mir geht's gut. Na klar. Ich kann fliegen! Ich fliege! Jack! Naja, nicht wirklich. Auf jeden Fall, Leute, ihr seht es ja schon alle. Die Blätter fallen runter, der Waldi fliegt was aus der Kurve. Ja, der Herbst ist auf jeden Fall sowas von da. Ich finde persönlich, es sieht wirklich mega schön aus. Sehr, sehr schön. Wirklich. Absolut. Oh, braucht ihr ein bisschen Kartoffeln? Deutsche Kartoffeln, 100% Kartoffelpüree. Oder was ist das? Das sind doch Kartoffeln eigentlich. Nee, das sind doch keine Kartoffeln, Digga. Was laberst du für eine Scheiße, Alter? Was für Kartoffeln bist du? Selber so eine Kartoffel, Alter. Kartoffelpüree. Ihr seht überall alles, die ganzen Felder, alles, die ganze Ernte ist weg. Blätter sind ab. Mich schmeißt wieder aus der Kurve. Es ist Herbst. Und Herbst heißt, Motorradsaison geht zu Ende. Das habe ich, glaube ich, schon so oft gesagt. Ja, weil, wisst ihr, es ist traurig. Also, ich will es noch nicht glauben. Es ist halt echt mega blöd, wenn man jetzt so die Wahrheit ins Gesicht der Wahrheit. Bruder! Alter! Lern mal das Fahren, Mann! Ohne Witz, Digga! Da hat sowas von die krass die Kurve geschnitten. Da dachte ich mir persönlich, Alter. Gleich eins aufs Maul. Ich war heute in der Früh unterwegs. Das war um. Wie spät war denn das? Das war, glaube ich, 7, 8 Uhr morgens, sowas um den Dreh. Und es war draußen gerade mal 3 Grad. Und es war wirklich, es war sehr, 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 sehr kalt. Sehr kalt, wirklich. Sobald man halt einfach jetzt dann auch auf der Straße unterwegs ist, überall die Laubblätter, überall ist es sehr feucht und sehr nass. Überall liegt auch Dreck hier, zum Beispiel seht ihr auf der Straße, liegt überall Dreck. Und wenn das jetzt nass ist, Alter, dann weiß ich nicht, wie schnell man sich da hinlegen kann. Es geht ganz schnell. Irgendwie habe ich einen Hänger, einen ganz kleinen Hänger. So, abgesperrte Rennstrecke. Man seine Momente hat. Warum kann ich nicht so entspannt wie der Kollege da vorne fahren? Wisst ihr? Ja, so auf die linke Spur einfach zu wechseln. Nein. So entspannt will ich jetzt auch wieder nicht fahren. Richtig. Ja, 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 ja. Okay. Autobahn-Action, eine Autobahn-Action, die ist cool, eine Autobahn-Action, die ist lustig. Ich weiß echt nicht, was ich mit den ganzen Kreisverkehren in letzter Zeit habe. Irgendwie habe ich ein Problem mit Kreisverkehren, kann das sein in letzter Zeit? Ich habe echt keine Ahnung. Fährt ihr auch gerne Kreisverkehr? Also ich fahre gerne Kreisverkehr. Merkt man das, dass ich gerne Kreisverkehr fahre? Ich fahre sehr gerne Kreisverkehr und der Kollege denkt sich, was ist los mit dir? Warum fährst du im Kreisverkehr? Ja, ich habe mich halt verfahren. Ich möchte gerne im Kreisverkehr fahren. Oh, wow, ja, okay. Boah, das war harte Bodenwelle. Genau das ist es. Was fährt denn der bitte auf die linke Spur, Mann? Kollege, was ist dein verdammtes Problem, Alter? Und jetzt fährt er 110. Er ist 120, Digga.
120. Fahr wenigstens 120, Mann. Ich raste aus, Alter. Ich raste komplett aus. Ist ja, das ist auch immer so typisch. Also, sobald es Saisonende ist, beziehungsweise sobald, sobald es kalt wird. Also, man merkt, wenn Motorradfahrer einfach zu Hause bleiben sollen, das Motorrad stehen lassen sollen, ist es ganz einfach zu merken. Erstens, es wird kalt. Genau. Ich verstehe. Zweitens, die Blätter werden gelb, grün, grau, orange, lila. Nee, die Blätter fallen ab. Dann nächster Punkt ist, es regnet sehr viel. Dann kommt der nächste Punkt, Autofahrer werden nachsichtlicher, sprich, oder wie sagt man das? Boah, weil die und Deutsche, also ich hab's nicht so mit der deutschen Sprache, wisst ihr. Ich lerne noch ganz viel. Ja, die Autofahrer werden nicht mehr so aufmerksam, weil die denken so, ja, Motorradfahrer fahren nicht mehr rum. Und dann passieren so Sachen wie, ja, der eine nimmt die Vorfahrt, der dritte fährt in den Arsch rein, der nächste hält keinen Abstand, meint, du bist hier voll der langsame Typ. Denken wir so, Junge, da ist 60 zum Beispiel jetzt. So, ich fahre etwas über 60 und die fährt mir voll in den Arsch. Ihr könnt es ja sehen. Schau, ich fahre sogar 70 und die fährt mir voll in den Arsch. Pass auf, die fährt jetzt auf die linke Spur, safe. So, das ist es jetzt. Ich fahre 180. Was fährt der auf der linken Spur? What the fuck, Alter? Was ist das? Was war sein scheiß Problem, Alter? Unglaublich. Unglaublich, Mann. Krass, einfach nur krass. Der eine fährt raus, überholt ihn über die linke Spur, Alter. Der nächste fährt auf der linken Spur und überholt niemanden, weil es ist ja keiner recht, sondern er knallt einfach auf der linken Spur, weil Baum, Alter. Was machen Sachen? Echt unglaublich. Echt unglaublich, Leute. Und genau das ist es, meine ich. Da werden die Leute einfach irgendwie zu Saisonende, man merkt es einfach, die Leute werden einfach immer, immer blöder. Da bin ich menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Steht da noch der Blitzer? Ja, der steht da noch. Aber er hat ihn erst aufgestellt anscheinend. Oh, Gott sei Dank hat er ihn erst aufgestellt, weil vorhin bin er vorbeigefahren, war ein bisschen schneller als erlaubt, glaube ich. Der hat mich, glaube ich, aber nicht erwischt. Er hat ja, glaube ich, die andere Richtung fokussiert gehabt. Weil ich war wieder mal ein bisschen spät dran und wenn man ein bisschen spät dran ist, fährt man ein bisschen schneller. Darf man nicht! Fahr weiter, du Pisser, ey! Da ist rot! Oh, sehr schöne Straße. Wunderschön. Beautiful Natur. Biegen wir alle nach rechts ab. Ich glaube, ich habe Tinnitus. Ich hab jetzt irgendwie so ein paar Dinge verloren. Kann das sein? Ich habe jetzt ein bisschen Gehörschaden. Ich höre auf einem Ohr nichts mehr. Da ist rot! Naja, der nächste Punkt, Baustellen. Wenn man Saisonende, genau. Ich sehe es ja gerade. Ich glaube, ich habe eine Baustelle nach der anderen abgefilmt. Nochmal, nehmen wir die Punkte nochmal zusammen. Es wird kalt. Es regnet nur noch. Die Autofahrer achten gar nicht mehr auf Motorradfahrer oder allgemein auf Zweiräder. Zweiräder, Zweiradfahrer. Genau, die Blätter werden eben gelb, orange, rot, fallen ab. Es wird rutschig auf der Straße, es wird glitschig. Und überall werden immer mehr Baustellen aufgemacht. Genau. Das sind so die Punkte, wo man merkt, das war's, Alter. Das Jahr ist gelaufen. Kannst du das Motorrad hinstellen, stehen lassen. Bloß gar nicht mehr anzufassen, bloß gar nicht mehr rauszuholen. Boah, das Video ist wieder mal komplett. Also wisst ihr, so manche Videos bei mir sind so manchmal so voll verplant. Ich weiß nicht, was ich für Sachen labere. Ich weiß nicht, was ich erzähle. Oh Gott, das ist schön. Ekelhaft. Heute in der Früh bin ich hier gerutscht. Man sieht ja auch, kein Wunder, wenn hier überall Laub rumliegt, die Straßen nass sind. Es hat in der Nacht war es ja noch richtig krank kalt. Und weil ihr meinen muss, hier Gashang aufzudrehen, da rutscht das Heck. Wen wundert's, Waldi? Ja, Leute, der Akku hat sich mal ein bisschen schneller verabschiedet als gewollt von mir. Hey, wo hat die Lehn?
Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sag natürlich immer, woran halt die Lehen? Ich weiß jetzt auch gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, um ehrlich zu sein. Naja, das Leben ist hart. Wie seht's, wir sind zu Hause angekommen. Motorrad steht, alles stopp, tippitoppi, wunderschön. Ja, letzte Ausfahrt gewesen. Das ist jetzt wieder so eine traurige Musik, Schwarz-Weiß-Filter, so heul. Bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer einfach das war's mit dem heutigen Video, Leute. Ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heufo heißt es. Manchmal, also ich muss schon sagen, also manchmal verspreche ich mich, das ist, weil der hat es immer noch nicht gelernt. Ja, falls jemand interessiert, das sind nicht meine Motorräder. Nur damit es nicht irgendwie falsche Gedanken kommt, dass ich mir hier zwei Bikes dazugelegt habe. Nee. Das sind ein paar Motorräder von ein paar Kollegen. Ich habe nur die hier. Was heißt nur? Ja, auf jeden Fall. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hoffe, dass das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, würde mich auf jeden Fall freuen. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Auf jeden Fall folgt mir auf Instagram, falls ihr es noch nicht tut. Abonniert diesen Kanal übrigens. Glocke einschalten, damit ihr bloß kein neues Video von mir verpasst. Und ja, es bleibt nicht mehr viel übrig zu sagen, außer ihr wisst immer Bescheid. Einfach schön langsam fahren, auch wenn ihr nicht mehr Motorrad fährt. Immer trotzdem schön langsam fahren. Peace out.